Wir sind heute hier auf der IT-Leistungsschau. Ich freue mich, euch sehr herzlich begrüßen zu dürfen beim Vortrag Give the Aspiring Developer a Codecutter. What the heck is Software Craftsmanship? Mein Name ist Benjamin Nothoft und ja, wir starten. So, ich bin selbst Softwareentwickler, war jetzt 4 Jahre lang ja, im Produktbereich unterwegs. Habe eine Microservices-Architektur entwickelt und bin seit kurzem bei der Codecentric. Und da fahre ich hauptsächlich momentan Experteneinsätze. Dennoch ist es immer so, wenn ich jetzt natürlich Kundenprojekte mache, dass Codequalität eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, heute wollen wir uns anschauen, was ist denn der Hintergrund von Software Craftsmanship, wo kommt denn das Ganze her und was bedeutet überhaupt diese Begrifflichkeit? Wie sieht es heute aus? Also, was haben wir heute für Ausprägungen? Wie kann man da mitarbeiten oder mitwerkeln? Und was haben wir da für Communities? Dann gehen wir über in den Praxisteil. Der Praxisteil in dem Sinne, dass wir stärker darauf eingehen, was sind Dojos, was sind Katas. Und dann, was verstehen wir eigentlich unter Clean Code? Das möchte ich nur ein bisschen ansprechen. Das ist kein Clean Code Talk, da würde ich noch ein zweites Mal nachschieben. Nicht gerade noch am Entwickeln. Ja. Generell gibt es noch den Marco Emrich von der Softwareskammer Nürnberg und den David Völke von der Softwareskammer München. Die haben bei der Erstellung dieses Vortrags auch geholfen in verschiedener Form, dass sie Feedback gegeben haben. Und teilweise von David durfte ich auch ein paar Beispiele einflechten. So. Kommen wir nun zur Geschichte. Also Softwareentwicklung, wie wir es heute kennen, besteht zum einen aus der Craft, aus dem Engineering, aus dem Research. Also ist eigentlich Handwerk ist schon, spielt eine große Rolle. Natürlich unsere Ingenieurswissenschaft und auch der Forscherzwang oder Forscherdrang vielmehr. Aber das war nicht immer so. Heute wissen wir, dass es eigentlich so cross-disziplinär aufgestellt ist, dass es quasi nicht nur eine Wissenschaft ist, sondern auch sehr viel empirisches Handeln und Erforschen eine Rolle spielt. Ja, wenn wir jetzt zurückblicken in das Jahr 1990er, da wurde zum ersten Mal von sogenannten Software Factories oder Software Fabriken gesprochen, in denen automatisiert Software entwickelt werden sollte. Damals kam das erste Mal der Begriff auf Engineering, also Software Engineering als Handwerk, als Craft. Wir haben da zwei Autoren, zum einen zwei Werke bekommen, zum einen den Pragmatic Programmer von Andrew Hunt und David Thomas, das Grundwerk, und dann wenig später kam dann auch das erste Buch über Software Craftsmanship raus. Also der Begriff hat schon eine gewisse Historie. Dennoch war damals das Thema Craftsmanship und Softwareentwicklung noch sehr stark in den Kinderschuhen. Viele Softwareprojekte sind gescheitert, eigentlich ein ganz großer Anteil. So kam es dann dazu, dass 2001 die agile Softwareentwicklung oder Agile an sich als Begriff geboren wurde. Damals haben sich unter anderem Kent Beck und zum Beispiel Alistair Cockburn, Martin Fowler, Dave Thomas, jetzt auch von unserem Autor hier, Jeff Sutherland, aber auch Robert C. Martin zusammengetan. Auch Bekannte, wie jetzt zum Beispiel Andrew Hunt, Ron Jeffries, waren dabei. Und was die ausgearbeitet haben, war das Manifest für agile Softwareentwicklung. Im Manifest von agiler Softwareentwicklung, da behandelt man eigentlich von der Definitionsseite so das komplette agile Spektrum, also von Themen, wie wir heute kennen, Scrum, also der Projektsicht hin bis zu den Extreme Programming Praktiken, die damals schon recht gut verbreitet waren. Es war aber eine technische Sicht. Allerdings hat man damals angefangen, sich sehr stark auf den Softwareentwicklungsprozess zu fokussieren. Die technische Exzellenz, die war sehr stark nachgelagert. Also man sieht jetzt auch hier in der Ausarbeitung, zum Beispiel steht da individuelle Interaktion über Prozesse und Tools
oder funktionierende Software über ja, umfassende Dokumentation, Kundenzusammenarbeit über ja, Vertragsverhandlungen. Und dann auch wichtig, dass man auf Veränderungen reagiert, was wichtiger ist, als jetzt zum Beispiel einem genauen Plan zu folgen. Also weg vom Wasserfall sozusagen, aber trotzdem iterativ. Das hat dazu geführt, dass die Leute jetzt gewusst haben, okay, wir machen Arbeit in kleinen Häppchen, wir machen die nächste Iteration. Aber was nicht passiert ist, ist, dass die Software besser wurde. Weil die haben sich so stark auf diesen neuen agilen Prozess fokussiert und gar nicht sich damit befasst, was überhaupt die Softwarequalität an sich, dass die besser wird. Also technische Exzellenz hat keine Rolle gespielt. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, ja, so schon mehrere Jahre. Die Softwareprojekte waren immer noch nicht arg viel besser, es sind immer noch sehr viele gescheitert. Und irgendwann hat es dann einem Herrn gereicht, der auch unter dem Pseudonym Uncle Bob sehr bekannt ist heutzutage. Ich glaube, jeder hat es schon mal gehört. Da kam es 2008 bei einer Keynote zum sogenannten Agile Hangover. Da haben wir genug von Agile gehabt. Und da ging es dann mehr in Richtung, ja, also jetzt müssen wir uns wirklich auf die Codequalität konzentrieren. Uncle Bob hat ein Buch rausgebracht und hat in seiner Keynote damals gesagt, Craftsmanship over Crap, also über mistigen Code, lieber sauberer Code. Das wurde dann noch ein bisschen, sage ich mal, für die Allgemeinheit in der Sprache aufgehübscht im Sinne von Craftsmanship over Execution. So ähnlich, wie wir es schon im Agile Manifest haben. Ja. Dann ging es natürlich weiter. Wir hatten parallel dazu, das war ja schon 2008, dieser Agile Hangover, also diese Keynote, gab es schon das Thema Apprenticeship, also dass junge Leute quasi wie Auszubildende, wie die sich weiterentwickeln können. Das gab da den ersten Summit 2002 zum Thema Software Apprenticeship. Damals hat man sich auch damit befasst, natürlich, was bedeutet denn Craftsmanship, aber obwohl es schon Werke gab, war nicht ganz klar, was das eigentlich bedeuten soll, welche Definition, was das nach sich zieht, was das alles beinhaltet, ist, war sehr schwammig. Ja. 2008 kam dann der erste Software Craftsmanship Summit und da sind noch viele neue Ideen dazugekommen und Mike Martin hat damals eine Session gehostet und viele haben sich dann überlegt, okay, wie können wir das in Worte fassen, ähnlich wie beim Agile Manifest. Aber so richtig klar war es noch keinem, das heißt, man hat auf einem Whiteboard einfach mal alle Ideen erstmal festgehalten und damit es dann so ähnlich ist wie beim Agile Manifest, wo alle unterschrieben haben, die da wichtig waren und am Anfang mitgearbeitet haben, haben die erstmal mit dem Marker auf dem Whiteboard unterschrieben. Und dann wurde halt ein Foto gemacht und das Ganze wurde dann übertragen auf die Software Craftsmanship Google User Group von Doug Bradbury, der arbeitet auch bei AceLite, also der Firma von Uncle Bob. Und da gab es dann zwei interessante Redebeiträge. Der eine hieß The New Left Side, das war von Doug Bradbury und dann vom Scott Fisper, The Right Side Revisited. Da haben die quasi verschiedene Themen dann nochmal abgehandelt von den Ideen. Rausgekommen ist dann relativ schnell das Manifesto für Software Craftsmanship. Da haben wir jetzt andere Prinzipien noch da drin, zum Beispiel nicht nur funktionierende Software, also in Anlehnung jetzt an das Agile Manifest, sondern auch gut gebaute Software. Also die soll nicht nur lauffähig sein, sondern auch well-crafted. Ja, wir wollen nicht nur auf die Veränderungen reagieren, so not only respond to change, sondern auch ständig neuen Wert hinzufügen. Ja. Und als weiterer Punkt, nicht nur Individuen und Interaktionen, also wieder total angelehnt, sondern auch eine Community bilden von professionellen Software-Craftern oder of Professionals. Nicht nur mit dem Kunden zusammenarbeiten, sondern auch produktive Partnerschaften eingehen. Warum haben sie sich entschieden, jetzt das Manifest dann nochmal noch aufzusetzen? Zum einen sind so viele Projekte gescheitert und die technische Exzellenz hat überhaupt keine Rolle gespielt, hat einfach nur schneller entwickelt und geguckt, dass irgendwie funktioniert. Das war einfach für sie nicht vollständig, ja. Damals sind auch viele im agilen Bereich in sehr esoterische Richtungen noch abgewandelt und da war
gar nicht so stark mit Softwareentwicklern das Ganze auch besetzt sogar. Noch ein Grund war, man wollte ja für eine Vocal Community, also eine Community bilden, die jetzt ja selbst vertreten werden kann, die ansprechbar ist und in dem Sinne halt Sichtbarkeit erzeugen und diese Prinzipien nochmal stärker verdeutlichen. Und als Ziel hatte man auch so Schulen quasi zu entwickeln. Da kommen wir später beim TDD-Bereich noch ein bisschen drauf, sodass auch dieses Handwerk quasi professionalisiert wird. Und ganz besonders ist natürlich der IT-Boom damals auch sehr stark gewesen. Ja, das ist heute auch immer noch so, dass sich alle 2 Jahre die Anzahl der Entwickler weltweit verdoppelt. Also eine Hilfestellung bieten für neue Entwickler, die frisch starten. Einen Leitfaden, einen roten Faden, wo können sie am besten sich entlanghangeln. Das waren so die Grundsätze, die sie damals für sich beschlossen hatten. Und wenn man jetzt auf die Webseite geht, die gibt es halt, da kann ich auch hier klicken, sein der Manifesto und kann mich selbst verewigen. Wer das noch nicht gemacht hat, ist da jederzeit herzlich eingeladen. Es geht relativ unproblematisch. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Willst du mir noch eine holen? Danke. Jetzt sind wir schon fast in der Jetztzeit. 2014 sind wir ganz nah dran. Da hatte Sandro Mancuso jetzt alles, was so sich in den letzten Jahren angesammelt hat, mal in einem Buch nochmal verdichtet. Und für ihn ist es so, auch nach den ganzen Gesprächen, ich habe ihn auch persönlich bei einer Softwerks- oder Sokrates in Soltau kennengelernt, dass das ganze Thema noch viel weiter geht. Also zum einen haben wir jetzt über die Historie gesprochen. Was bedeutet es, professioneller Softwareentwickler zu sein? Also Professionalism, wie man das ausstrahlt, was das alles beinhaltet. Zum Beispiel auch, dass man nicht sagt, dass der Arbeitgeber für die Weiterbildung verantwortlich ist, sondern auch man selber solche, dass man Verantwortung übernimmt. Also solche recht doch eher, sage ich mal, grundlegende Wertethemen, aber auch über die Practices, da werden wir jetzt heute stärker einsteigen. Und für ihn hängt noch auch das Thema Recruitment dran, wie sollte man das durchführen und das Thema auch Interviews, was kann ich denn da tun? Ja? Also nicht das typische Personalinterview, sondern wenn ich jetzt einen Craftsman eigentlich suche und auch Hinweise, wie man seine Karriere auch ein bisschen gestalten kann. Ja, da möchte ich gar nicht so stark drauf eingehen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht es aus mit den Communities? Wie ist denn der heutige Stand so? Was ist denn aus dem Manifest geworden, was wir damals initialisiert haben? Ja? Das sehen wir zwar 2008 und dann 2009 haben wir die ersten Software Craftsmanship Konferenzen in den USA und in UK gehabt. Dann also Software Craftsmanship Konferenz, dann SCC als Community. Da war die erste in Israel. Interessant, gell? Hat man auch nicht gedacht. 2009 waren die Vorreiter. Und Sandro hat dann 2010 jetzt mittlerweile die größte Software Craftsmanship Community in London gegründet. Und nach Deutschland ist es dann erstmal mit einer Konferenz geschwappt, 2011. Die war recht klein, also wirklich so 30, 40 Leute. Ich habe leider den Ort vergessen. Es ist ein sehr kleiner Ort, an dem die stattgefunden hat. Und heutzutage ist man nach Soltau im Süden von Hamburg umgezogen. Als eine der ersten Communities ist dann, also die erste Sokrates ist auch entstanden von der Idee von der Nicole Rauch, Andreas Leidig. Dann waren die Klose Brothers dabei, Bernhard Findeis und ich glaube Johannes Link, der war letztes Mal war der bei uns auch hier bei der Softwarex-Kammer sogar. Die haben dann auch von dieser Konferenz Lokalgruppen gebildet, zum ersten Mal dann auch in Karlsruhe. Wenn ich jetzt heute Richtung Konferenzen schaue, wir sehen hier die London Craftsmanship Community, wir sehen hier das Logo von der Software Craftsmanship and Testing Konferenz, beziehungsweise hier da hieß es noch Camp auch. Ja, und dann sieht man auch schon hier, es gibt Italien-Abwandlungen. Wir haben jetzt Konferenzen in Deutschland, in Chile, auf den Kanaren, in Italien, UK ist natürlich noch dabei, USA, Switzerland, Frankreich, Österreich, Belgien, Rumänien. Es reicht gar nicht, ja.
Es ist sogar so, dass wir neben den Dreitageskonferenzen sogenannte Socrates Days haben. Zum Beispiel in Berlin findet der regelmäßig statt, in Wien, Linz, auch in der Schweiz. Ja. Von den Communities, wenn wir das jetzt mal so erfassen, da gibt es eine tolle Seite, das ist softwarecrafters.org. Da kann man einfach reinzoomen, das ist eine interaktive Karte, die momentan nicht ganz, aber weil die Leute sich selber eintragen muss, aber relativ umfassend die Communities weltweit abbildet. Und da haben wir so 328 Gruppen, wenn man so reinschaut, die existieren momentan weltweit. Also so eine Gruppe, wie wir heute auch hier zusammen sind. Insgesamt auf Meetup jetzt umgerechnet, was so die Default-Plattform für die meisten ist, ja, bedeutet das, wir haben 138.000 Mitglieder, die jetzt da sich irgendwo mal eingetragen haben. Wenn ich das jetzt vergleiche, Software Craftsmanship versus Agile, was auch im Agile Manifesto so herrührt, das sind 1,5 Millionen Mitglieder weltweit, also viel mehr, also Faktor 10 mindestens, so ungefähr. Ja. An der Stelle noch mal ganz kurz gedankt am Raimo aus Berlin, der hier die wundervolle Seite gebaut hat. Für die, wir haben jetzt gehört, dass wir in Soltau gestartet sind. Das ist ungefähr hier mit der ersten Socrates im deutschsprachigen Raum. Dann kam in Karlsruhe die erste User Groups dazu. Und dann hat auch unter anderem Andreas Leidig, der da immer noch ein bisschen auch federführend ist, die Agora-Plattform entwickelt. Das ist eine eigene Webseite unter softwarecrafters.org erreichbar, wo wir auch so eine kleine Karte haben, wo die einzelnen User Groups sich anmelden können, aber auch Events reinpflegen können. Mittlerweile sind halt viele auf Meetup gewechselt, weil dort viel mehr Leute quasi zur Verfügung oder viele Leute auch in anderen Gruppen da sind und das dann etwas homogener von der Usability ist, sage ich jetzt mal. Ungefähr 29 Regionalgruppen, ich will mich da gerade gar nicht festlegen, es kann sein, dass hier noch ein, zwei dazugekommen sind, ich bin gerade nicht ganz sicher. Und ja, 2000 Mitglieder auf dieser Website im Dachraum und 9000 auf Meetup in den deutschsprachigen Gruppen. 138.000 weltweit. Also da sehen wir schon, Deutschland, Österreich, Schweiz ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt, den wir gerade betrachten. Es ist doch ein größeres Phänomen, das uns da begegnet. In Jena sind wir gestartet, deswegen haben wir hier das Symbol J. Mittlerweile heißen wir Softwarecrafters Thüringen, weil wir auch stärker andere Städte noch mal besuchen möchten. Was sind typische Aktivitäten, die man auf so Softwarecrafters Events findet? Da gibt es ein Open Space, das ist einfach auch von anderen Konferenzformaten übernommen, dass man sich da trifft ohne Agenda und dann ad hoc eine Agenda stellt und einzelne Sessions macht. Dann gibt es sogenannte Birds of Feather Sessions, das ist quasi eine Art Erfahrungsaustausch. Da kann man zum Beispiel Git-Branching-Strategien ganz gut diskutieren oder ein Lean-Coffee. Hackergarten machen wir jetzt auch demnächst, wo wir zu Open-Source-Software contributen und die fördern. Wir haben da sogar Maintainer zum Beispiel, die kommen von den Frameworks und mit denen man dann Pull-Requests zum Beispiel in GitHub zusammen implementiert. Allerdings ist der Hackergarten an sich vor, ja, ich glaube schon über 9 Jahren jetzt mittlerweile entstanden von Andres Almires, der jetzt momentan in Basel lebt. Und da gibt es auch schon 10 Lokalgruppen und deswegen haben wir auch eine eigene Hackathon oder Hackergarten-Gruppe gebildet. Ja. Ist aber auch sehr stark, also zum Beispiel die Softwarecrafters Ruhrgebiet, die bettet das stärker ein. Die haben auch viel mehr so Birds of Feather oder Lean Coffee Sessions. Eine andere Option ist der Code-Retreat, da kommen wir später noch dazu. Also ein sehr breites Spektrum. Was man jetzt festgestellt hat, wenn man so ein breites Spektrum fährt, dass man eigentlich vergisst, wo man herkommt, warum gibt es den Craftsmanship überhaupt, was wir jetzt in der Historie quasi behandelt haben. Ja? Da sehen wir einfach ja nicht mehr genau hin. Wir machen jetzt Events für sehr viele verschiedene Themen, aber sind sehr stark gar nicht mehr in unserer Kernkompetenz, nicht der technischen Exzellenz unterwegs. Und da müssen wir wieder zurück, weil wir auch ja immer wieder ständig neue Entwickler bekommen. Das heißt, wenn man das am Anfang mal bei ein paar Events gemacht hat und man denkt, das hat sich vielleicht eingeschliffen, so bei vielen, das hängt schon wieder zu den Ohren raus, muss man eigentlich sagen, nee, jetzt sind auch wieder ganz andere Leute da. Besonders Sandro in London hat das sehr stark schon vor ein paar Jahren festgestellt. Die Gruppe hat gleich alleine 5000 Mitglieder, also
wenn wir jetzt vergleichen, 9000 im ganz Dachraum, also da ist London schon die Hälfte quasi von ganz Dach. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt wieder zurück zu unseren Prinzipien, zu unseren Werten und weg von den anderen Activities. Denn der IT-Markt, der wächst und technische Exzellenz ist sehr wichtig, dass wir schnell innovative Produkte halt entwickeln können. Und man merkt auch immer häufiger, oder ich habe es jetzt auch gemerkt, wo ich rauskomme aus dem Produktgeschäft, mehr zum Kunden, mehr in verschiedene Projekte rein, dass sowas wie testgetriebene Entwicklung oder allein Testing an sich oft sehr rudimentär ist. Und in manchen Bereichen, wo wir jetzt auch neu unterwegs sind mit Infrastructure as Code, das ist teils noch gar nicht so stark vorhanden. Das heißt, wir möchten uns eigentlich mit dem befassen, wie komme ich denn dahin, dass ich jetzt wieder meine technische Exzellenz schärfe. In dem Sinne möchte ich mich mit Dojos und Katas im nächsten Kapitel befassen. Zunächst nochmal eine Erinnerung, was auch noch als Quintessenz herausging an unser Logo. Wir haben zum einen das agile oder das Manifest für Software Craftsmanship, zum anderen sehen wir jetzt hier unser Logo. Da haben wir schon verankert Individuals in Interactions, also das Thema Learning from each other. Das ist hier die eine Seite, dann das lebenslange Lernen, dass wir immer besser werden, dann der saubere Code, Clean Code, und dass wir auch ständig Value hinzufügen. Ja. Also Continuous Improvement und es auch ständig auch ausführen, Practice. Ja. Wie kann es funktionieren, wenn ich jetzt nicht alleine bin, sondern erstmal unter Anleitung arbeite oder mit anderen zusammenarbeite? Da gibt's den, hat sich ein Begriff etabliert, das sogenannte Coding Dojo. Hier ist ein, seht ihr ein Beispiel von einem unserer früheren Events. Marco guckt den anderen über die Schulter, sitzen paarweise oder zu dritt an dem Rechner und arbeiten daran. Generell, wenn man es runterbricht, ist es erstmal das, ja, einfach nur eine Ansammlung von Entwicklern, von Programmierern, die kommen zusammen, um zu programmieren, zu lernen und Spaß zu haben. Das ist so die Grundidee und das Ganze soll einfach Spaß machen. Ja? Das erstmal nicht mehr in dem Projektkontext ist, sondern ein bisschen losgelöst und gar nicht so, sag ich mal, gehemmt ist. Ja, einfach so eine lustige Aktivität sein, die Spaß macht. Warum mache ich das nicht in meiner Arbeitszeit mit meinen Arbeitskollegen, sondern vielleicht woanders? Warum brauche ich dazu eine Softwareskammer? Ja, das sind keine Manager, da gibt es keine Deadline. Wir wissen alle, dass kein Entwickler perfekt ist. Und wir wissen auch von vielen anderen Berufen, dass man als professioneller Entwickler zum Beispiel auch üben muss. Ja? Oder alle Professionals müssen üben. Beispiel Musikindustrie. Ja? Wenn ich jetzt zu einem Konzert gehe, erwarte ich, dass der das Konzert durchführt, der Pianist oder der Musiker, der auch eine gute Show liefert. Ja? Und bei uns in der IT-Branche üben wir oft am Produktionscode. Ja, das ist ein Riesenthema. Und wir machen das nicht wie der Musiker, dass wir uns zu Hause hinsetzen, üben und dann gehen wir zum Kunden und sagen, so, jetzt programmieren wir es runter, sondern wir lernen meistens on the go. Ja. Und erstmal die Erkenntnis zu haben, ich brauche überhaupt Übungen. Ich kann jetzt nicht, wenn der Manager sagt, hier, das brauche ich schnell, das sofort runterbrechen. Ja. Also das ist sehr wichtig. Und wichtig ist auch noch, dass nicht alle Formen, wie man was übt, gleich sind. Ja. Das heißt, wir haben herausgefunden, es gibt spezielle Arten, wie ich jetzt Sachen üben kann, die mir vielleicht besser helfen, jetzt die Stärken, die ich jetzt brauche, im Entwicklungskontext zu verbessern. Ja. Und andere Stärken oder andere Fähigkeiten vielleicht erstmal nicht so stark betone. Also insbesondere geht es nochmal, wenn ich es jetzt direkt übersetze, halt, dass wir diese Stärken ausbauen, die eigentlich so schwer zu erreichen sind für uns, aber so leicht auch zu verlieren, wie Test-Driven Development. Weil ich da in eine Drucksituation komme, mit einem Kollegen an einem Rechner sitze, dann bin ich schon froh, dass das manchmal direkt läuft, das Entwickeln, ja. Ohne, dass ich jetzt sage, oh, ich mache jetzt auch noch TDD, ja. Da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste, weil man vielleicht sich gar nicht mehr so stark auf sein Problem fokussiert. Da müssen wir ansetzen und gucken, wie können wir das verbessern in einer abgeschlossenen, sicheren Umgebung, in so einem sogenannten Coding-Dojo.
Um das zu optimieren, gibt es im Coding-Dojo auch immer ein paar Regeln. So, erste Regel, Code kann nicht diskutiert werden ohne Tests und Design kann nicht diskutiert werden ohne Code. Also der Code steht sehr zentral drin. Und das heißt, ich kann auch keinen Code zeigen, wenn ich keine Tests habe. Dann existiert er nicht, wenn man ganz strenges CDD macht. Ja. Wir wissen auch, dass jeder kommt mit seinen eigenen Relics, also mit dem, was er an Erfahrung hat. Ja. Und es ist sehr unterschiedlich. Wir gehen immer davon aus, dass sehr verschiedene Hintergründe da sind, verschiedene Programmiersprachen, Stile und auch Vorkenntnisse. Und ja, auch zum Beispiel auch in der beruflichen Werdegang gibt es auch sehr unterschiedliche Phasen, die manche Menschen durchlaufen haben. Manche sind frische, ganz frisch im Entwicklungskontext, andere sind alte Hasen. Und für die soll das aber trotzdem ein spannendes Event alles sein. Das heißt, sie wollen nicht voneinander lernen. Wir haben keinen direkten Instructor, keinen Workshop-Trainer. Und dazu müssen wir erstmal runterkommen, ein bisschen ja, loslassen und dann aber auch uns gegenseitig einbringen. Man kann da auch jemanden finden, der toll ist in einem Bereich, so einen Master, von dem man dann lernen kann, ja, von jemand anderem, dass man so ein Pair bildet oder auch überhaupt jemanden, der einen unterstützt, aber eher im Sinne von einem Facilitator und dann halt auch da versucht, sich dran zu klammern und dem, von dem natürlich auch dann das Wissen dementsprechend versucht, vermittelt zu bekommen. Und in dem Sinne versuchen wir halt auch einen Bereich zu meistern. Das sind so die Coding-Dojo-Rules oder Principles, die mal früher eingeführt wurden. So, was denkt ihr, was macht man im Coding-Dojo? Programmieren. Aber nicht nur programmieren. Es gibt auch noch ein paar andere Themen. Aber als Übungsgegenstand, als diese Form, wie ich jetzt meine Skills verbessern kann, haben sich sogenannte Katas herausgebildet. Kata ist eigentlich ein Wort aus dem Japanischen, Entschuldigung. Das ist einfach nur bezeichnet einen Bewegungsablauf, der choreografiert immer wieder stattfindet und der alleine geübt werden kann oder in Gruppen oder auch als Einheit und so eine Art Team. Ja. Das ganze Wort Kata wurde dann übertragen vom japanischen Wort erstmal ins Karate. Im Karate ist es dann die Übung. Die Übung, die immer wieder ausgeführt wird, ganz oft immer wieder die gleiche Ausführung mit kleinen Verbesserungen. Kennen wir alle aus den Karate-Filmen von Bruce Lee. Den sehen wir im Hintergrund hier auch schön als Statue. Wenn wir das jetzt Richtung Kontextwechsel machen für die Softwareentwicklung, was bedeutet für Craftsmanship Bewegung, wir haben sogenannte Code-Katas entwickelt. Ein Code-Kata ist in dem Sinne ein Kata, das auch einen speziellen Lösungsfluss verfolgt, eine Programmierübung, die man immer wieder ausführt, die man übt, alleine in Pairs oder auch in Gruppen. Gerne auch zum Beispiel mit Mob-Programming, wo ich eine Crowd habe, die Input gibt, einen Driver am Keyboard und einen Navigator, der das Wissen vom Mob, von der Crowd quasi einsammelt und einstreut und in ausführbare Befehle und Kommandos für den Driver verarbeitet, sodass er implementieren kann. In dem Sinne kann man auch verschieden durchwechseln. Ja. Das sind auch Übungen, die wir jetzt demnächst sehr häufig in unserer eigenen Community durchführen werden. So eine Kata an sich ist eigentlich eine Übung, die sehr kurz und knapp gehalten wird, zwischen 30 Minuten bis zu einer Stunde. Und sie soll auch ermöglichen, in die tägliche Routine im eigenen Leben integriert zu werden. Ja. Vom Kontext, was da getan werden kann, zum einen natürlich programmieren, immer auf verschiedene Arten ein Problem zu lösen und dadurch seine Sprache besser kennenzulernen und seine Tools, nicht immer genau den gleichen Lösungsweg zu nehmen. Deswegen brauchen wir auch nicht so viele Katas. Es gibt sehr viele, aber erstmal üben wir an einer und machen die immer und immer wieder. Solange bis sie quasi sitzt und wir da auch eine gewisse Festigkeit haben. Und dann können wir mit Constraints es noch optimieren. Aber es gibt auch Katas im Architekturkontext, wo man quasi ein eigenes kleines Szenario hat und dann fängt man an, zum Beispiel in einem Team Lösungen zu entwickeln, wie kann jetzt meine Software, wie kann meine Infrastruktur
dem Genüge tun. Spielt zum Beispiel ARC 42, dann kann zum Beispiel eine Rolle spielen, wie ich dann auch Software wieder dokumentiere oder Softwarearchitektur. Und heute möchten wir uns stärker auf die ursprüngliche Form, sage ich mal, auf die Code-Katas fokussieren. Das Ziel von der Kata ist nicht, dass ihr die ideale, perfekte Lösung findet und es diese einen korrekten Weg nur gibt, sondern es geht darum, um die Dinge, die man auf dem Weg lernt, wie es immer so schön heißt. Also nicht das Ziel, der Weg ist das Ziel, ja, und nicht das Ergebnis oder wie auch immer. Im Gesamten, wenn ich jetzt das auf Coding beschränke, heißt es natürlich, dass wir ein Default-Pattern haben, das wir immer voll ausführen wollen, und es ist Test-Driven Development. So, oh, jetzt das war ich zu schnell. Ihr habt alle schon gelesen, ich denke. Also, eins der bekanntesten Katas ist ein Trinkspiel. Ein Trinkspiel, das wir häufig sehen in Interviews, das sehr, sehr verbreitet ist. Das ist ein sehr einfaches Kata, das ist einfach das Fistbars. Kurz Handzeichen, wer kennt? Oh. Okay, zwei. So. Also David Langford hat es mal in seinem Essay beschrieben, Fistbars. Ja, der hieß genauso wie das Kata, lustigerweise. Als eines der Trinkspiele, das er in seiner Jugendzeit in den 60ern gemacht hat. Und es ist eigentlich, der Essay ist wirklich mehr aus der Literaturwelt. Und da wurde das, hat das irgendjemand gelesen, hat das dann übersetzt in eine Aufgabe für Entwickler. Ja, und dabei ist rausgekommen, dass man jetzt ein Programm schreibt, zum Beispiel von den Zahlen 1 bis 100. Die sollen ausgedruckt werden, das ist die Aufgabe. Und immer, wenn ich ein Vielfaches von 3 habe, dann soll Fizz ausgegeben werden. Wenn ich ein Vielfaches von 5 habe, soll Buzz ausgegeben werden. Wenn ich ein Vielfaches von 3 und 5 habe, dann soll Fizzbuzz ausgegeben werden. Hier mal ein Beispiel. Also 1, 2, Fizz. So, 4, Buzz. Dann wieder Fizz, weil man 6. Das ist ja auch wieder durch 3 teilbar. Dann 7, 8, Fizz, Buzz. Und dann bei 15 haben wir natürlich beide. Ja. Gibt es auch kleinere Variationen, aber so ist die Aufgabe. Das kann man locker in einer sehr kurzen Zeit programmieren und auch mit Test-Driven Development. Ich mache da einfach mal so einen Rundflug. Was haben wir noch? Roman Numerals Cutter. Geht es einfach darum, dass man eine Methode schreibt, die konvertiert die Zahldarstellung quasi in römische Ziffern. Ja. Kennt jeder von der Schule, kann man einfach mal so eine einzelne Funktion schreiben. Dann gibt es noch eine sogenannte String Calculator Kata. Da wird an einen String zunächst sollen die Zahlen 0 Es sollen 3 verschiedene Nummern hinzugefügt werden können, entweder keine, eine oder 2 Nummern. Und dann soll die Summe zurückgegeben werden können. Das heißt, String Calculator, wir haben eigentlich einen Taschenrechner quasi implementiert, aber wir arbeiten mit Strings, die da reinkommen und jetzt nicht mit getypten Werten in dem Sinne. Und dann, was passiert, wenn man jetzt eine unbestimmte Anzahl hinzufügt an Zahlen, die dann da aufaddiert werden sollen? Das ist dann zum Beispiel Schritt 2. Und davor muss man sicherstellen, dass man erstmal mit der einfachsten Lösung anfängt. Dann implementiert man, nachdem man den Test geschrieben hat, die Lösung. Dann refactort man das und fängt dann mit dem nächsten Test an. Und immer diesen Workflow quasi zu beinhalten. Ja, natürlich gibt es dann immer weitere Methoden, wie zum Beispiel, dass auch andere Separatoren dann möglich sind bei dem String. Dann haben wir auch negative Werte, die zugelassen werden sollen, also negative Zahlen. Dann sollen da oder sollen Exceptions geworfen werden und Big Numbers sollen quasi nicht möglich sein. Solche Geschichten.
Das Kata ist noch ein bisschen länger, aber da fängt man einfach an, die Aufgaben abzuarbeiten und programmiert es. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn das entwickeln? Da gibt es halt verschiedene Arten von Test-Driven Development. Ich zeige euch jetzt mal eine in einem kleinen Clip. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Also hier arbeiten wir mit vorgefertigtem Refactoring. Das ist quasi von David Völkel, so ein Stil. Ich gucke mal, ob das klappt. Ich würde mal hier das kurz runter machen. Ich gucke mal, ob man da ein bisschen springen kann. Also er zeigt jetzt erstmal, dass der Test hier failed. So, jetzt hat er das gefixt, dass es grün wurde. Und jetzt fängt er an, dass er das Ergebnis, quasi das erwartet wird, schon implizit hier zurückgibt in dem String Calculator. Ja. Also hier ist die Methode, hier oben sehen wir den zugehörigen Test, der momentan funktioniert, wo wir eine Parameter haben und wir erwarten, dass wenn ich einmal die Zahl 1 reinstecke als String, dass dann die Summe, die dann zurückgegeben wird von dieser Methode 1 ist. Na, und jetzt fängt er halt hier an und fängt schon relativ schnell an, hier eine Lösungen zu implementieren. Ich will jetzt vielleicht gar nicht so im Detail, wir arbeiten hier zum Beispiel mit Streams. Ich soll einfach zeigen, es gibt auch verschiedene Arten, wie man da jetzt rangeht. Ja. Man wird da hier unten gleich den zweiten Test noch hinzunehmen und am Ende haben wir hier halt die Implementierung. Das ist jetzt sehr stark auf diesen Ansatz, dass ich gar nicht so stark bei den Tests unterwegs bin, sondern alles mit sogenannten Preparatory Refactoring löse. Meines Erachtens schon eine ziemlich advanced Methode ist. Machen wir noch ein anderes Cutter, das Diamond Cutter. Das heißt so, weil man fängt an, auf der Kommandozeile einfach Zahlen oder Buchstaben auszugeben, zum Beispiel A und dann B. Und bei B ist es dann schon der erste kleine Diamant, dass man mit A anfängt, der in der Mitte steht. Da müssen zwei Bs ausgegeben werden im kleinen Abstand und dann kommt das A als nächstes. Und jetzt, wenn ich als Input C habe, dann wächst der Diamant, dass ich hier einen größeren Ausschnitt habe. Und da muss ich dann halt überlegen, wie oft muss ich jetzt zum Beispiel Underscores oder Leerzeichen implementieren. Wenn ich jetzt da ein Monospace Front habe, geht es auch sehr gut. Für E ist dann der Diamant schon deutlich, oder ja, der Square deutlich ersichtlich. Das klingt erstmal relativ simpel, ist aber in der Programmierung dann auch immer so, dass immer wieder Fehler auftreten. Hier haben wir jetzt einen anderen Ansatz, der ist Fake It Inside Out Approach. Es dauert ein bisschen länger, da würde ich jetzt vielleicht mal drüber springen. Was wichtig ist, wir haben sehr viele verschiedene Cutters. Es gibt auch eins, wo man zum Beispiel die Bowling-Regeln implementiert. Das hat Uncle Bob, Robert Martin für uns sich mal überlegt. Dann Prime-Faktoren einfach mal alle Primzahlen ausgeben. Dann gibt es auch den Bankcode, Banking OCR Cutter, wo ich so digital quasi mal Kontostände und sowas anzeige. Auch lustige Darstellungsformen. Ja, und was noch interessant ist, ist das Kebab Cutter. Da kann man zwei Teams bilden und beide Teams betreiben sozusagen so einen Döner-Kebab-Laden und die battlen sich dann auch gegenseitig. Ein Cutter, das noch sehr beliebt ist, wenn wir Richtung Code-Retreats schauen, ist das Game of Life. Das Game of Life. Ich muss mal kurz gucken. Ich dachte, ich hätte es hier sortiert. Ich gehe mal kurz auf das Game of Life. Das ist hier an der Stelle vielleicht besser aufgehoben. Das Game of Life hat ein paar mehr Regeln. Deswegen benutzt man es gerne beim Code-Retreat, weil man dann mehr Iterationen arbeitet. Wir können uns das so vorstellen, wir haben eine initiale Generation an Zellen in einem Schachbrett. Die sind entweder vom Zustand lebendig oder tot. Und wenn die vom Zustand lebendig sind, dann sind die hier grün dargestellt. Und das wächst von Generation zu Generation nach unterschiedlichen Regeln. Und hier sind die Regeln. Die Regel lautet, wenn ich eine Zelle habe, wir fokussieren jetzt immer auf die mittlere Zelle, und die hat weniger als zwei Nachbarzellen, also in dem Fall hier ist immer eine Nachbarzelle, dann, sobald ich zur nächsten Generation umschalte, stirbt die, weil wir eine Unterpopulation haben. Ähnlich wie bei Bakterien, ja? Wenn da nicht genügend da sind, dann sterben die zum Beispiel, wenn der Nährboden nicht da ist.
Die bleiben erhalten, wenn sie zwei oder drei Nachbarn haben, hier im Zweidimensionalen auch wieder dargestellt. Und es kann auch passieren, dass jetzt statt zu wenig Nachbarn sind zu viele da, dann erstickt die Zelle in der Mitte, sobald sie mehr als drei Nachbarn hat, dann ist sie in der nächsten Generation auch tot. Und was noch, was passieren kann, wenn ich jetzt genau drei Nachbarn habe, also hier einer hier zum Beispiel, dann wird eine neue Zelle geboren. Also hier würde, das fällt natürlich dann dementsprechend, die Regel müsste auch auf die anderen Zellen angewendet werden. Das gibt es im Zweidimensionalen und im Dreidimensionalen. Und weil das so lustig ist, hat da jemand dieses hier nochmal implementiert. Das zeigen wir auch sehr gerne mit Ton. Eigentlich wurde mir gesagt, es wurde eingestellt, dass Ton da ist. Und ich muss wahrscheinlich hier einfach noch auf den Beamer. Was ist das? Was? Egal, wir lassen es jetzt so laufen. Das MacBook ist laut genug. Ja, wer erkennt es? Es ist Game of Life implementiert. Hier ändern sich jetzt nach diesen Regeln immer die Zellen. Und wenn wir da jetzt eine Weile warten, dann passiert was ganz Tolles. Also wir sehen, das Spiel Game of Life ist Turing Complete. Wir können das quasi rekursiv in sich selber wieder abbilden. Das Spiel hat eine sehr große Faszination, deswegen ist auch, also dieses Game of Life Cutter, deswegen es auch ein eigenes Wiki gibt, wo zu den einzelnen Mustern dann auch lustige Namen vergeben werden. Es gibt auch so einzelne Kleider. Die bewegen sich dann auf diesem Schachbrett von links nach rechts konstant und das ist sehr lustig, welche Pattern man da eigentlich entdecken kann. Mit nur vier einfachen Regeln. Das sind so Seiteneffekte. Manchmal kommt man auch nicht dazu, beim Code-Retreat das alles abzuwickeln. Ich würde jetzt erstmal auf den Code-Retreat an sich eingehen. Wir haben jetzt das vom Cutter gerade gesehen, so ein Game of Life eignet sich gut. Wir haben jetzt das Coding-Dojo schon uns angeguckt, wie kann ich das facilitaten? Ja, vielleicht. Ich mache, glaube ich, die Slide trotzdem zuerst. Ja, was man braucht, ist einfach nur ein Zimmer. Man muss Leute einladen, man druckt aus. Einfach nur die Cutter-Beschreibung, wie wir sie hatten. Kann noch ein paar Folien anlegen zur Vorbereitung. Genau, nehmt euch gerne was zu trinken und essen. Es ist genug da. Könnt ihr euch jederzeit Nachschub besorgen. Nochmal an der Stelle. Gell? Ja, ich habe, es dauert ja ein bisschen, ja, heute. Und man muss sich das Cutter als Facilitator einfach davor mal selber anschauen, als einfach nur die Übung. Aber man muss sie nicht selbst beherrschen schon, ja, das Cutter. Das ist immer wichtig. Was man machen kann bei einem Dojo-Meeting, wo mehrere Teilnehmer sind, dass man die nach Erfahrungswert auch im Sinne von TDD und Entwicklungserfahrung aufstellen lässt in einer Reihe. Und damit man das erste Pair bildet, macht man wie so eine Schere, schlägt die zusammen, quasi der mit der meisten Erfahrung wird mit dem verheiratet, der die wenigste Erfahrung hat. Programmiersprachen spielen da gar keine große Rolle, also ihr müsst jetzt nicht die gleiche Programmiersprache haben. Wichtig ist, dass einer halt eine Programmiersprache beherrscht und die Konzepte und der andere kann dann sagen, ich brauchte mal eine, zum Beispiel eine Klasse und jetzt legen wir mal dein Objekt an, wenn wir jetzt im objektorientierten Programmiersprachen unterwegs sind oder bei Prozeduralen oder wie auch immer. Schreib mir mal einen Test und ich hätte da gerne eine Assertion, das tralala. Ja, und dann kann der andere das halt umsetzen und dann lerne ich in dem Zuge auch gleichzeitig eine neue Programmiersprache kennen. Das Ganze nennt sich Folding Queue, dieser Beginn. Und Scrum kennt ihr wahrscheinlich alle oder schon mal gehört. Geht es halt diesen Scrum Master. Und so ähnlich ist es beim Coding Dojo auch. Es gibt den Facilitator, der selbst nicht programmiert. Dem geht es nur darum, dass die Leute eine tolle Atmosphäre genießen können, dass sie befruchtend ist und keiner sagt,
hier, guck mal, was die davon missprogrammiert haben. Ja, also dass diese Coding Dojo Principles eingehalten werden. Und wichtig ist dabei auch, dass man schaut, dass die Diskussionen weitergehen und dass ständig auch Code produziert wird. Ja, nicht, dass die Leute sich da verhaspeln, weil du hast eine sehr kurze Zeitbox von Cutout der halbe Stunde bis eine Stunde, bei so einem längeren Code-Retreat 45 Minuten, also da ist nicht viel Zeit zum Diskussionen führen über, ja, meine Sprache ist toller und deine ist mistiger oder warum kann deine Sprache das jetzt da nicht? Darum geht es ja auch nicht, sondern man soll mit den möglichen Gegebenheiten zurechtkommen. Ja, man soll auch nicht als Facilitator eingreifen, wenn die Leute aus Erachten des Facilitators das TDD nicht perfekt umsetzen. Ja. Man kann da ein bisschen Hinweise geben, aber man soll das nicht unterbinden, denn die Idee ist, die Leute sollen Fehler machen und von ihren Fehlern auch lernen. Und dazu brauchen sie halt dieses Safe Environment. Ja. Also kein Fingerpointing, also Fehlerkultur ist sehr wichtig. Und bei der Retro, da wird dann besprochen, was da alles los war und da wird relativ häufig offen, oder nicht häufig, soll auch offen kommuniziert werden. Vom Ablauf, wenn ich jetzt so einen Code-Retreat-Day mache, so als Beispiel, wie wir das gestaltet hatten, hier sehen wir auch irgendwo den Andreas, ja. Hier erstmal ein Intro machen, vorstellen kurz, was ist das überhaupt, nochmal die Leute einarbeiten, so vielleicht ein Kata, so ein einfaches, wie Roman Numerals, mal von Hand programmieren am Beamer, mal vormachen, wie der Ansatz ist, ja. Kann man machen, muss man aber nicht und nicht einfach das, was ich gesagt habe, beim Facilitaten, ausdrucken und los geht's. Wenn man es den ganzen Tag macht, haben wir so mehrere Runden, natürlich haben wir auch Mittagessen, zum Beispiel fünfmal. Und dieses Code-Retreat an sich wurde von Corey Haynes halt als kompletter Tag entwickelt, wo man auch sich an der Offsite-Location trifft. Ja, wenn man Kata selber übt zu Hause, dann findet man selber andere Lösungsmöglichkeiten, wenn man es immer wieder macht. Jetzt bei so einem Code-Retreat wird das ein bisschen enforced. Das heißt, bei der ersten Runde sagen wir, okay, wir machen keine Constraints, aber wir machen TDD, aber Freestyle. Also da gibt es bei TDD verschiedene Arten, erkläre ich gleich. Und Freestyle heißt einfach, ja, versuch TDD zu machen, so gut wie du es halt hinkriegst als Team, als Pair. Und versuch Driver Navigator zu machen, also dass halt einer nur am Keyboard ist und nicht zwei Leute mit vier Händen arbeiten, sondern dass der Driver auch nicht anfängt von sich da los zu programmieren, sondern der Navigator fängt dann halt an, wie ich vorher gesagt hatte, halt, ja, ich bräuchte mal eine Klasse. Und der Driver konzentriert sich darauf, dass er die IDE beherrscht und die Sprache, aber nicht eigene Ideen quasi implementiert, was man häufig sieht. Es ist sehr schwierig als Driver manchmal, auch wenn man gerade so alleine viel programmiert, dann nicht da dem anderen wegzuschreiben. Ja. Und dann lieber bewusst zu wechseln und dann dem anderen zu helfen als Navigator. Dann sagt man auch, implementiere mir dieses oder jenes. Und wenn er die Sprache nicht so gut kann, lieber dann helfen bei den Konzepten und bei dem Umgang mit der IDE. Und nimmt sich einen Rechner. In der zweiten Session könnt ihr zum Beispiel festlegen oder als anderes Constraint einführen. Eins, das heißt zum Beispiel Four Roots of Simple Design von Kent Beck. Das ist relativ basisnah noch. Da geht es immer darum, dass man darauf schaut, dass immer alle Tests durchlaufen. Als Facilitator schaut ihr, dass die Leute Clarity, also die Ausdrucksweise des Codes und die Intention sehr stark herausarbeiten, in dem Sinne, dass man vielleicht auch die Namen von Variablen länger wählt, nicht sehr kurze, kryptische Namen hat und auch bei Methoden und Funktionen ähnlich vorgeht. Da kommen wir schon in Richtung so Clean-Code-Regeln, ja, die da jetzt reinspielen. Keine Duplikation, also don't repeat yourself, kennt gleich auch jeder. Dann noch has fewer elements, das bedeutet auch, dass man wenige Zeilen zum Beispiel hat pro Methode. Ja. Also das ist auch eines der Merkmale von den Four Rules of Simple Design, von die Ken Beck sich mal überlegt hatte. Gibt es auch noch ein extra Buch hier unten unter LeanPub, die sich allein damit nur befassen, wenn man dann mehr Hintergrund braucht. Dann gibt es als Methode, wenn ich jetzt hergehe, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich nur papierhaft erstmal zu zweit anfange, die Testszenarien auszuarbeiten. Ich habe das Kata, die Übung schon, zum Beispiel das Game of Life, zweimal implementiert. Jetzt bei der dritten Runde bin ich wieder in einem neuen Pair. Jede Runde gibt ein neues Pair. Jetzt machen wir es mal mit Papier und Stift. 10 Minuten haben die Leute Zeit, alle Testfälle runterzuschreiben. Dann gibt es noch eine kurze Zeit, um die Testfälle zu priorisieren. Welcher ist denn wichtig? Wo fange ich denn an? Und dann implementiert man erst diesen einen Test, den man auf der Liste als erstes hat. Und dann fängt man an mit der
mit der Fort-Implementierung, bis das Cutter dann halt nach 45 Minuten vorbei ist und schaut, ob man dann schneller oder langsamer ist oder ob es mehr gebracht hat, wenn man nicht direkt einfach wild drauf losprogrammiert hat. Gibt es auch in der Retro immer sehr unterschiedliche Ergebnisse dazu. Wenn man nur 5 Runden hat und nicht 6, also wenn man eine Intro gemacht hat, und es sind meistens 5-6 Runden, dann sind die Leute auch durch, dann ist die letzte so für die Die-Hard-Leute, also erstmal Freedom of Choice. Man kann sich überlegen, welches Constraint aus dem ganzen Strauß an Constraints man sich auswählen möchte. Oder man macht so Die-Hard-mäßig, okay, wir machen 4-5 Constraints auf einmal, probiert mal, ob ihr die alle auf einmal berücksichtigen könnt, wenn ihr das neu implementiert. Die Constraints helfen euch einfach, eure Tools und eure Sprache besser kennenzulernen und damit umzugehen, wenn da Limitierungen da sind und auf kreative Lösungen quasi zu kommen. Quasi der Übungseffekt. Ja. Driver Navigator hatte ich schon erklärt, so Basisaktivität bei den Constraints. Dann gibt es noch Ping-Pong. Ping-Pong ist einfach, einer schreibt den Test, der andere implementiert. Wenn ich das jetzt ein bisschen steigere, dann gibt es den Evil Programmer. Der Evil Programmer ist quasi Ping-Pong-Gloss, dass der implementiert, immer schaut, nur minimalistischen Code zu schreiben, dass der Test erfüllt ist. Also wenn da irgendwie ein ganz komplexer Ausdruck ist und ich weiß eigentlich schon, welches Problem es geht, bin ja im Cutter drin, dann implementiere ich nicht die komplette Methode, sondern sage erstmal im ersten initialen Schritt Return True oder Return False oder wie auch immer, oder das eine Element. Und dann ist ja der Test schon grün und dann muss der andere halt nochmal ran, ja. Der muss dann nochmal den zweiten Test schreiben. Dann noch eine gesteigerte Form vom Evil Programmer ist Mute with Find the Loophole. Mute heißt, man darf dabei nicht reden. Also das ist dann ein sehr lustiges Cutter. Oder ein Constraint, Entschuldigung. Jetzt waren wir schon beim Nicht-Reden. Beim Nicht-Reden gehört auch dazu Missing Tools Constraints, was es noch gibt. Was passiert, wenn wir den Leuten die Maus wegnehmen oder das Touchpad? Ja. Kommen die nur mit Tastatur zurecht? Kann man auch mal eine Runde lang probieren. Ja, dann fangen andere an, ihr Vim auszupacken und dann sieht man, ich bin eingerostet oder ich kann meine IDE nicht bedienen. Vielleicht soll ich doch mal Shortcuts lernen. Das sind alles so Learnings, die man da nebenbei hat. Und dann, oh, hoppala, jetzt habe ich das eine Mal gemacht, 45 Minuten Shortcuts. Das sind 2, 3 neue Shortcuts für mich rausgefallen. Ich habe nebenher ein bisschen vielleicht sogar gegoogelt. Und auf einmal bin ich da sogar schneller wie mit der Maus. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, dadurch kann ich wieder gewisse Aktivitäten verbessern. Genauso wie nur mit dem Texteditor arbeiten, statt eine IDE, keine Code Completion und so weiter. Nur mit dem Papier was mal zu lösen, ja, es geht auch. Jetzt, wenn wir Richtung Programmiersprachen wieder gehen, einfach manche Features, die eine moderne Programmiersprache hat, wegzulassen, also keine Primitives benutzen. Ja, was mache ich denn dann? Wenn ich keinen Boolean habe, kein Int. Ja, da muss ich halt überlegen, mache ich ein komplexes Objekt, dedizierte Objekte, die ich mir erstelle, aber ich mit Generics, gehe ich vielleicht her und lasse Conditional Statements mal weg. Ohne Conditionals, was passiert? Oh, wir laden alle funktionale Programmierer. Wir müssen irgendwie andere Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Oder keine Schleifen. Da kommen wir auch noch Richtung funktionale Programmierung viel stärker. Das sind einfach Constraints, die eine gewisse Richtung quasi enforcen. Wir haben auch Quality Constraints. Hier zum Beispiel auch wieder Immutables Only. Sind wir auch wieder sehr funktional unterwegs. Oder nur noch 4 Zeilen pro Methode. Vielleicht wird mein Code dadurch strukturierter. Kann man einfach mal auferlegen sich. Keine Nomen mehr benutzen, nur noch Verben. CodeSwap ist noch sehr lustig, wenn ich 2 Teams habe, die arbeiten im gleichen Cutter. So, dann machen wir hier vor Rules of Simple Design. Das heißt, der Code ist halt sehr gut lesbar. Die Leute müssen ihn sehr gut ausdrücken. Also die Aussagekraft von einzelnen Methoden muss sehr, sehr hoch sein. Klarheit ist sehr wichtig, sehr kompakt auch. Also wir hatten ja auch fewer Elements und so weiter. Eigentlich eine sehr hohe Codequalität. Und da wurde immer gesagt, erinnert euch dran, lauft mal rum. Und dann plötzlich, nach 30 Minuten, 45 Minuten dauert das Cutter, ist man fast am Ende. Dann sage ich so, Hände weg vom Keyboard. Habt ihr die 4 Rules of Simple Design eingehalten? Alle sagen, ja. Kein Problem dann. Könnt ihr jetzt die Teams wechseln. Gebt mal bitte euren Laptop ein Team weiter und dann dürft ihr mit dem Laptop vom anderen Team arbeiten. Und dann zeigt sich halt,
ist es denn wirklich so? Das andere Team wird sehr schnell Feedback geben, ob das so ist. Und die haben auch nur noch 15 Minuten Zeit, es zu Ende zu programmieren. Das gibt eine lustige Retro. Solche Sachen kann man halt machen. Das ist auch immer sehr lustig. Ja. Da gibt es auch meistens kein Blaming. Und manchmal kriegt man auch eine Programmiersprache, die man gar nicht kennt, aber hat eigentlich das schon öfters programmiert, das Kata, und findet sich dann trotzdem zurecht. Das ist sehr spannend. Das sind halt so ein paar Constraints. Da gibt es noch mehr. Klar, wir kennen alle Baby Steps. Wir können auch sagen, okay, machen wir nur noch One-Liner. Bei den Game of Life können wir auch sagen, ja, die einzelnen Zellen, die sollen jetzt nicht Objekte sein oder irgendwas Ähnliches, sondern Microservices, die komplett deploybar sein im Container mit einem REST-Interface oder was auch immer, wie die miteinander reden. Das kann man sich überlegen. Und ja, gibt es sehr viele. Wenn wir so eine Retro fahren, gibt es auch so eine kleine Hilfestellung von der Emily Bache, die das Coding Dojo Handbook geschrieben hat. Da als Facilitator kann man sich da orientieren. Da muss man sich nicht alle Fragen aus den Fingern saugen, wenn man sich danach 5 Minuten, nachdem man so eine Session gemacht hat, zusammensetzt. Und zwar geht es dann darum, ja, habt ihr mehr Code geschrieben, der notwendig war, bis alle Tests grün waren, ja, und die durchgelaufen sind? Gab es manchmal Phasen, wo ihr mehr als einen fehlschlagenden Test hattet, wenn ihr entwickelt habt? Gab es Punkte, wo jetzt eure Tests fehlgeschlagen sind, unerwarteterweise, obwohl ihr gedacht habt, das müsste eigentlich passen? Und wenn das so war, warum? Können wir einfach mal reflektieren. Und wie stark hatte ich jetzt das Schreiben von Tests als erstes verlangsamt gefühlt? Manche, die das nicht so häufig machen, die werden erstmal richtig langsam oder glauben, dass sie sehr langsam werden. Und auch noch, was passiert ist, wenn man Tests schreibt, implementiert man eigentlich immer nur das, was notwendig ist, bis es wieder grün ist, das hat die Intention. Aber passiert es, dass man mehr Tests schreibt, als notwendig waren? Und am Ende ist auch wichtig, dass man glücklich mit seinem Code ist, den man geschrieben hat. Also ist man zufrieden, was man da geleistet hat in der kurzen Zeit. Ja, es gibt auch immer schon eine gute Indikation, wenn ich nur so eine kurze Zeitbox habe, bin ich denn schon sicher? Ja, fühle ich, dass ich das ungefähr hinkriege? Und wenn man das noch nicht so ist, dann muss man halt manche Sachen noch üben. Wenn man jetzt arbeitet mal mit Mocking oder sowas und es da stärker macht in der einen Runde, sagt man, arbeitet mal mit Mocks, vielleicht muss ich dann mehr Zeit investieren. Vielleicht kann ich da üben, um dann beim Kunden oder beim Produkt oder beim Projekt in Live, in Produktion besser zu sein. Und dann kann man sich auch fragen, müsste ich öfters refactoren, wenn der Code immer wieder schlechter wird nach ein paar Sessions, ein paar Runden, die ich implementiert habe. Das ist so für eine Retro, jetzt haben wir das Game of Life schon gehabt. Wichtig auch noch ist, man lernt loszulassen. Am Ende von jeder Runde von 45 Minuten schmeißt man den Code komplett weg, der leider nicht in einem Git, wird nicht weggespeichert, das fällt Neulingen immer sehr schwer. Da muss man dann immer sich ins Gedächtnis holen. Es geht nicht um die perfekte Lösung, das soll ich unterstreichen, sondern der Weg ist das Ziel. Ja. Was wir auf dem Weg dorthin lernen, über uns und über unsere Technik. Jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, dass Test-Driven Development eine sehr große Rolle spielt. Hier ist nur ein kleiner Abschnitt, ein paar Slides, dann habt ihr es schon geschafft. Dann können wir auch gerne noch eine Diskussion gehen und ich zeige euch auch noch ein paar coole Quellen, wo ihr Katas findet. Ja, reden wir mal über Test-Driven Development und Clean Code. Hat es was miteinander zu tun oder bedingt es einander sogar? Also Test-Driven Development, das kennen wahrscheinlich die meisten. Ja, die einfachste Form ist, man schreibt einen fehlenden Test, also einen Test, der fehlschlägt, dann macht man grün, danach kann man refactoren. Das Ziel ist, schneller zu werden. Das glauben die meisten gar nicht. Nicht langsamer, schneller. Und eine höhere Codequalität dadurch zu erreichen. Weil beim Test geht es gar nicht so stark um das Testen an sich, sondern es geht darum, um das Design, Software-Design. Deswegen ist Test-Driven Development auch so stark zu erlernen. Weil durch diesen Test spezifizieren wir quasi, wie unsere Software am Ende aussieht. Das heißt, wenn ich einen Test schreibe, muss ich überlegen, was möchte ich überhaupt überprüfen. Und das ist nicht der Knackpunkt. Es geht nicht darum, Quality Assurance eigentlich zu betreiben. Das ist ein nachgelagerter Benefit, den ich gewinne durch Test-Driven Development, aber nicht der Hauptfokus. Sondern der Fokus ist eigentlich, das Design eures Codes zu verbessern und auch nur das zu implementieren, was notwendig ist. Und gleichzeitig habe ich ein Sicherheitsnetz, weil alles
eine sehr hohe Testabdeckung hat und eine lebende Dokumentation durch die Tests, was eigentlich mein Produktionscode tut. Und wenn die gut strukturiert sind, dann habe ich quasi das erreicht auch, was man bei Software Craftsmanship Manifest hat, eine Working Software beim Agile Manifest. Und wer weiß, wie hieß es beim Software Craftsmanship Manifest? Nicht nur Working Software, sondern auch Well-Crafted Software. Und genau das habe ich dann geschafft und gleichzeitig stand schon drinne beim Agile Manifest Working Software over Comprehensive Documentation. Das habe ich auch erreicht, weil ich habe ja meine Tests, die meine lebende Dokumentation sind. Geht es stark um Isolation, spielt eine Rolle von Funktionalitäten und Fokussierung auch, welcher Teil soll jetzt implementiert werden und dass ich da eine hohe Kohäsion auch schaffe. Und man arbeitet immer in Baby-Steps und hat dadurch immer kleine, konstante Erfolgserlebnisse. Das hilft auch am Ende, wenn man das schafft, bei der eigenen Stimmung quasi, dass die besser ist. Ein bekanntes Pattern ist das AAA. Kennt das jemand? Arrange, Act, Assert. Das heißt, erst baue ich meinen Testfall auf, dann mache ich mein Objekt, dann führe ich da eine Operation aus, habe ich quasi geactet, dran act, und dann mache ich die Assertion und validiere was. So, TDD. Das ist das, was er in der Uni lernt, an der Hochschule, und dann geht es in die Praxis und dann stellt man fest, es gibt momentan schon drei TDD-Schools. Der Klassiker oder auch die Classicists ist die Detroit School. Das ist das, was wir hier von den ganzen Katas, wenn man da nachschlagt, kommt man schnell bei Kent Beck, Uncle Bock raus. Es wird auch sogenanntes Front-Door-Testing bezeichnet. Wir mocken nichts. Ja. Wir mocken nur an Prozessgrenzen, wenn ich eine Datenbank habe oder Third-Party-Library. Und ansonsten kann ich relativ frei da meine Sachen implementieren. Mir reicht mein Unit-Testing-Framework, mein Standard-Unit-Testing-Framework. Das Design, das fängt von innen an, entwickeln nach außen, wenn ich einen Service baue oder eine Lösung implementiere. Oder auch Bottom-up wird es bezeichnet. Ja. Das ist, was 90% der Leute meistens so erstmal machen, ja, wenn sie TDD machen. Die harte Form des TDD ist Instrumented. Das erkläre ich gleich, was darunter verstanden wurde von den Classicists, die das dann immer wieder und immer wieder geübt haben. In der London School, die machen es ein bisschen anders. Die fangen von außen an, beim großen Design, der große Approach. Wie sieht denn mein Ding aus, wenn es fertig ist? Und dann entwickeln die nach innen, ja, zu den, also von den Schnittstellen zu den Innereien sozusagen. Eines der verbreitetsten Pattern ist das sogenannte Double Loop Acceptance Test Driven Development. Das heißt, ich schreibe einen End-to-End-Test. Das ist sehr spannend für DevOps auch. Kann man sehr gut üben, erstmal den End-to-End-Test zu schreiben. Es kann ein Rest-Integrationstest sein, aber es kann auch End-to-End auf Selenium-Basis sein, wenn ich jetzt hier mit UI-Elementen arbeite. Dann schreibe ich den fehlenden Unit-Test. Den mache ich wieder grün, refactor den, bin hier so in dem Loop drin und dann gucke ich relativ schnell, dass ich wieder den großen Loop auch schließe, ja? Dass ich den so schnell wie möglich den großen, runden Durchstich-Test von meinem Integrationsthema schließe und am Ende habe ich schon deploybare Einheit. Ja? Was wir vorher gesehen haben, war die Munich School, das Fake It Outside In Design. Das ist vom David Völke so ein bisschen stärker gepusht worden, weil er das sehr gerne benutzt. So, TDD ist Instrumented. Das ist dieser Hardliner-TDD, das haben wir beim Code-Retreat gesehen, da gab es TDD Freestyle, da meinen wir das nicht, aber wenn wir das als Kata-Constraint nehmen oder als Session-Constraint, TDD ist Instrumented, das heißt, man darf keinen Produktionscode schreiben, solange der nicht dazu notwendig ist oder um einen fehlenden Unit-Test grün zu machen. Also nichts dran an Tests vorbei implementieren. Immer nur für einen fehlenden Test. Ja. Und man kann auch einen Test nicht beliebig lang erweitern. Sobald der Test eine Assertion oder irgendwas drin hat, dass er fehlschlägt, ja, dann muss man erst wieder eine Implementierung machen, sodass der Test wieder grün wird. Und erst dann kann ich den Test erweitern, wenn ich möchte. Oder ich muss einen neuen Testfall schreiben.
Und da zählen auch Kompilierfehler dazu. Also sobald euer System, lasst ihr ständig durchlaufen, immer wieder auf F5 sozusagen, ja, und die Tests laufen lassen. Und sobald da ein Fehler auftritt, bumm, okay, Hände weg, ich muss erstmal den Test fixen. Das passiert manchmal auch nicht, ja. Oft in Produktion oder wenn wir im Projekt sind, implementieren wir, und am Ende gucke ich, dass es hübsch wird und dann funktioniert alles. Dann schiebe ich dieses Puzzle irgendwie magisch zusammen und es dauert dann plötzlich 2 Tage. Ja. Gerade im Infrastrukturbereich. Man darf auch nicht, jetzt muss ich mal schauen hier, ja, man darf auch bei dem Produktionscode nicht mehr schreiben, als notwendig ist, um einen fehlenden Test grün zu bekommen. Also geht es um den einen fehlenden Test. Also das heißt, es dürfen nicht 2 oder 3 fehlende Tests sein. Es darf immer nur ein Test fehlen. Ja, und Keys Presswell hat es sehr stark beeinflusst. Solid, bekannt. Ja, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Bei Solid geht es zum einen, also die einzelnen Buchstaben sind quasi das Akronym hier für die einzelnen Elemente. Wenn ich jetzt hier durchlese, erste Buchstabe, S-O-L-I-D, Solid. Punkt 1, Single Responsibility, oder auch SLP genannt. Eine Klasse hat halt einen klaren Fokus, eine klare Verantwortlichkeit, also eine Verantwortlichkeit. Dann Open-Close Principle. Ja, die Software-Entitäten, die wir entwickeln, die sollen immer wieder ermöglichen, dass ich sie erweitern kann, aber ich sollte sie so entwickeln, dass sie nicht modifizierbar sein. Ja. Dann Least-Costes Substitutionsprinzip. Die Objekte sollen ersetzbar sein oder die Klassen durch ihre Subtypen. Ja, ohne dass die Korrektheit des Programms quasi beeinflusst wird. In der objektorientierten Programmierung sind wir da eigentlich relativ gut unterwegs, habe ich immer den Eindruck. Wenn wir jetzt eine nicht objektorientierte Sprache haben, dann müssen wir mal schauen, wie wir das da lösen. Ja. Dann noch etwas, wo ich überraschenderweise auch in Projekten immer wieder sehr große Schwierigkeiten erlebe, ist Interface Segregation. Das heißt, lieber schreibt ihr mehrere spezifische Interfaces, die nur eine gewisse Anzahl an Parametern nehmen, als ein ganz großes, wo 50 Parameter reingekippt werden und da ab und zu mal welche auch null sein dürfen oder was auch immer und ich da eine ganz große Monstermethode habe. Habe ich schon erlebt in einem Controller, bin ich ja fast umgefallen. Also da wurden dann 20 Parameter reingekloppt und dann wurde erstmal über 80 Zeilen die Parameter validiert, welche Werte da sind, nur mal die rauszulesen. Das ist nämlich ein Extremum, aber wenn ich jetzt an moderne APIs denke, da sollte man auch sich an dieses Interface Segregation Principle erinnern. Ja, dann verlässt man sich auch noch auf Abstraktion und nicht so stark auf konkrete Implementierung oder Ausprägung. Es ist quasi das Dependency Inversion Principle. Das kann man einfach auch mal bei einem Cutter als Constraints machen. Wir machen jetzt die Solid Principles, da kann man auch als Facilitator die nochmal vorstellen. Dann können wir hergehen, die Teams implementieren das, danach könnte man auch überlegen in der Retro, dass die einzelnen Code zeigen und dann, also wenn man ganz gute Gemeinschaft hat oder auch in einem Team oder als Mob arbeitet, kann man das auch als Mob machen, dann in der Retro den Code jetzt durchgehen und versuchen, hier kann ich überall ein Häkchen machen oder haben wir irgendwo was, wo wir noch was verbessern können. So könnt ihr halt mit so Übungen spezifisch besser werden. Ja, Michael Feathers hat übrigens das Akronym erfunden oder ist damit um die Ecke gekommen. Die Prinzipien sind von Robert Martin oder Uncle Bob. Man sieht, die da die ursprünglichen Bücher geschrieben haben, die haben auch relativ bis heute noch Einfluss. Es gibt noch ein paar mehr, es sind noch viel mehr, als ich jetzt hierhin geschrieben habe. KISS kennt auch jeder, Keep It Simple Stupid, gibt es auch immer verschiedene Übersetzungen. Don't Repeat Yourself, YAGNI, You Ain't Gonna Need It, also nichts implementieren, was man nicht braucht. Wegschmeißen. Das ist für Leute, die neu in die Softwareentwicklung kommen, extrem wichtig. Gucken wir mal an, ach, das ist ein so großer Big Ball of Mud, da bin ich jetzt dran. Die Methode, ich weiß gar nicht, was die macht. Ja, ich glaube, ich behalte sie lieber. Jetzt kein Test für, ich sehe jetzt auch keinen Aufruf, habe sie überprüft, nein, die wird nicht aufgerufen. Aber da hat sich schon bestimmt jemand was dabei gedacht.
Oder hier, da habe ich noch eine Idee gehabt, die habe ich schon mal zur Hälfte implementiert. Da habe ich mir was bei gedacht, ich will die Idee nicht verwerfen. Also ich behalte sie lieber. Wer kennt das? Ja. Wer benutzt Versionskontrollsysteme? Git. Da habt ihr alles. Ihr habt Commits, ihr könnt zurückgehen in der Historie. Ihr braucht es nicht in der Komplexität eures Produktionscodes. Da mal drauf zu achten, das ist für viele, man weiß es, aber man muss es üben. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und da hilft der Code-Retreat, wo man vom Code loslässt und am Ende alles löscht. Sogar ohne Versionskontrollsystem. Und dann macht das Einfachste, was möglich ist, damit es funktioniert. Das ist etwas länger, ich lese das Akronym nicht vor, das ist sehr lustig. Gibt es aber tatsächlich so als Akronym. Sehr, ja, auch nicht sehr einfach. Gerade wenn ich auch wieder zurückgehe an meine Uni-Zeit, da hatte ich einen tollen Kurs im Thema interkulturelles Management. Da haben wir auch mal überlegt, was machen denn die einzelnen Stereotypen aus? Die Deutschen versus die Amerikaner zum Beispiel, die ja relativ schnell pragmatisch ein Problem lösen, Pragmatismus, und wir, die immer den große Ganze suchen, das Big Bang, Lösung für alles. Ja, quasi da sich auch beim Programmieren mal dran zu erinnern und sich lieber in Iterationen klein voranzutasten und nicht sich zurückzuziehen in Kämmerlein, 2 Tage zu überlegen, wie kann ich denn das Problem jetzt in meiner Pipeline oder sonst was lösen oder auch in meinem Code, dann versuchen, den perfekten Lösung zu machen, wo dann auch noch 50 Frameworks am Ende entstehen könnten, die ich dann open source, wo ja dann andere Leute vielleicht contributen könnten, und das könnte ich ja vielleicht beim anderen Projekt, in einem anderen Team, kann ich das auch noch abgeben, und da, das ist sehr schwierig, da den richtigen Schnitt zu finden, genau, weil dieses Prinzip, das beißt sich auch wieder so ein bisschen mit simplest thing, could possibly work, wieder mit dem anderen, ja, wir sollen ja auch in Abstraktionen denken und nicht in Konkretisierungen. Ja. Und was heißt das? Wo ist jetzt das richtige Level meiner Abstraktion, das zu finden? Und vielleicht erstmal einfach machen mit der konkreten Implementierung, dann abstrahieren in der nächsten Iteration. So, das waren die Anregungen, die ich heute so ein bisschen mitgeben wollte. Für Fragen erreicht ihr mich auch auf Twitter. Da bin ich eigentlich sehr umtriebig. Ihr erreicht mich auch als, unter der E-Mail-Adresse hier. Könnt ihr einen Snapshot machen. Ich poste es natürlich auch gerne wieder bei Meetup, da findet ihr auch was. Und jetzt haben wir über die Katas viel gesprochen heute. Hier gibt es ganz viele Webseiten hier, mit ganz vielen Katas. Ich würde mal hier exemplarisch, ich schau mal, was nehmen wir? Wollen wir mal Katalog Rocks machen? Ja. Das ist auch einer, der in der Softwareskammer Berlin sehr umtriebig ist, der das mal implementiert hat, da kann ich sogar sagen, ah, ich bin Anfänger. So, dann werden die Katas mal gefiltert für die Starters. Baby Steps, Bowling Game, Christmas, First Bars. Und wir sehen, es sind trotzdem schon noch viele. Tic-Tac-Toe, wer kennt Tic-Tac-Toe? Ja, kennt ihr auch alle. Dann kann ich auch sagen, was will ich denn üben? Will ich Mocks üben? Will ich Outside-In-Design üben? Mocking? London School of TDD? InDesign geht auch in die Richtung Solid Principles, ist mir wichtig, welche Katas eignet sich, um Solid besonders zu üben, da brauchen wir eine gewisse Komplexität auch. Rest Behavior Driven Development, das kennen bestimmt auch einige. Given, when, then, solche Geschichten. Vielleicht auch noch mit Tests ab, oder Testspezifikation ab Front als Textdatei, gibt es auch ein paar coole Frameworks dafür. Ja, und dann haben wir auch noch ein paar Constraints. Also das ist eine, nur eine der Webseiten, ja, da komme ich da relativ schnell hin. Ich gehe nochmal zurück. Ja, das scheint wohl der andere Tab zu sein, ich probiere mal. So, wenn ich hier zurückgehe, dann ja, sieht man, dass wir noch mehr haben. Wir haben hier das Coding Dojo Handbook, wo relativ viel noch drinsteht, noch mehr als das, was ich natürlich heute erzählen konnte. Es gibt noch was für ECMAScript, für JavaScript-Leute, nur Katas. Eine ganze Webseite, wo ich interaktiv arbeiten kann. Es gibt Code Wars, wo man gegeneinander Katas macht. Also hier, da haben wir auch relativ viel. Nochmal wieder weg. Ja, einfach mal durchklicken.
Und was ich jetzt mit einer Kollegin noch machen will, mit der ich den Talk auch zusammen ausgearbeitet habe, die Sandra Pasig, die macht sehr viel im Bereich Testing, Integrationstesting und sonstige Testing-Frameworks, also komplette Testpyramide durch. Und ich war früher bei einer Testfirma, dann war ich im Automation-Team, wo stark im Testing-Umfeld war. Und wir haben halt festgestellt, wir machen jetzt beide so viel mit Infrastruktur. Sie hatte auch einen Talk, wie hieß das? Sehr provokativ. Wir brauchen keinen Docker oder sowas. Also es war, ich weiß gerade leider nicht mehr genau den Wortlaut, ist aber auf jeden Fall sehr lustig und konservativ gemeint der Titel. Da geht es eigentlich darum, dass man auch seine Tools besser kennenlernt, die wir schon haben, so Provisioning-Tools und so weiter. Und wir sind gerade dabei, für Infrastructure as Code da auch mal gerade das zu entwickeln, womit ich solche Sachen üben kann. Es gibt schon Architekturkaders, es gibt die, was für die Anwendungslogik, da haben wir zwar jetzt die, wo wir jetzt hier hauptsächlich finden, und jetzt, was kann ich denn machen im Sinne von Pipeline-Testing, wenn ich CI/CD-Jobs mache, welche Tools kann man da abtesten und wie sollte dann gerade da aussehen, dass ich auch in 30, 45 Minuten das immer wieder üben kann und eine gewisse Flexibilität da ist und trotzdem verschiedene Lösungen rauskommen. Und da wird es auch verschiedene Constraints dazu geben. Da sind wir gerade dran. Genau. Soweit. Dann kommen wir zum Thema Clean Code. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das war ein alternatives Cover. Matrix ist natürlich kein Clean Code. Da müssen wir erstmal den strukturieren. Oder wir haben die richtige Pille genommen und wissen, wie es geht. Fragen. Wo finde ich das Video? YouTube? Genau, Andreas hat aufgezeichnet. Wir veröffentlichen es immer auf unserem Softwarex-Kanal, Softwarex-Kammer-Kanal oder ja, und den werden wir in dem Meetup in den Kommentaren hinzufügen, da kriegt ihr eine Mail. Weitere Frage? Ja, eine andere Frage. Aha. Aber ist ja schön, wenn Leute das alles einsehen von alleine. Ja. Das zu machen. Genau. Aber was tut man, wenn man gerade mit Kunden zu tun hat, die sich gerade zwei Studenten irgendwie von der Uni geangelt haben, die mal kurz irgendwas implementieren sollen und du denkst dir nur, oh mein Gott, wie erklärt man das, dass die sowas bräuchten, dass sie sich sowas anschauen sollten? Ja. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich dieses Problem häufiger mal habe. Ja, also wir haben ja auch gesagt, das Thema hieß ja auch Give the Aspiring, also dem jungen, emporkommenden Entwickler seine Code-Cutter. Ja, das ist so ein bisschen der O-Ton gewesen und die Frage ist, wie mache ich das? Also meine Erfahrung in den Teams ist jetzt, du bist ja relativ, sag ich mal, anders aufgestellt, aber in Teams habe ich relativ guten Einfluss, indem ich vorlebe, so eine gewisse Kultur vorlebe, um die Leute quasi onzuboarden, ja. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass wenn ich einen neuen Entwickler habe, der ein Team kommt oder auch sehr juniorig ist, dass der sich erstmal mit Händen und Füßen gegen alles weigert, was man ihm anträgt. Der möchte ja auch erstmal in der Probezeit zum Beispiel gut ankommen. Und da kann man immer Freiräume zum Üben finden, wo man mit dem auch sich da zusammen mal hinsetzt, ja. Das wäre eine Option. Eine andere Option wäre, man geht einfach mit denen zu solchen Meetups. Wir hatten jetzt Johannes Link schon eins, wo man Property-Based Testing geübt hat. Das war diese Woche. Dann kommt der David Völkel sogar zu uns mit Fake It Outside In Design, wo wir nur das üben werden. Dann kommt Marco Emrich dazu. Der wird die anderen zwei TDD-Schools mit uns üben. Der wird die vorstellen und dann werden wir entweder im Mob oder in zwei Teams in verschiedenen Räumen jeweils die eine oder die andere School üben oder mischen und wechseln. Das müssen wir mal schauen, wie das Publikum ist. Also solche Optionen, deswegen gibt es ja gerade diese Gatherings, habe ich, um die Leute da mit hinzubringen. Ja. Natürlich muss man da vielleicht dann auch selbst hingehen, man kann nicht nur einfach die Leute hinschicken. Ja. Das ist natürlich relativ, ja, also dieser Vorbildcharakter. Wir haben es ja schon gehört, beim Craftsmanship Principle haben die ganz stark gesagt, es ist eine Community of Professionals. Und für die Community of Professionals ist es wichtig, dass man übt. Und wenn ich halt selbst nur ein Professional bin, dann bedeutet das halt auch, dass ich Vorbildcharakter handle. Das heißt, wenn ich jetzt da den Code hinten an und sage, hier, mach mal weiter,
und da sind keine Tests da und wundert sich dann, dass die da vielleicht, weil du das oder man das selbst über viele Jahre gelernt hat, wie Code vielleicht gut aussieht und ohne Tests jetzt klarkommt, was aber die anderen vielleicht überfordert, was auch vielleicht nicht der richtige Weg wäre, wie wir heute wissen, ja, weil Crafted Software ist ja auch, dass es Übertragbarkeit beinhaltet, ist ja auch. Und wenn ich die dann nicht habe und die dann da irgendwie Spaghetti-Code erzeugen, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern. Ja. Und vielleicht muss ich einfach mal beim Onboarding auch über solche Themen reden. Was ist denn mein Code-Standard? Viele haben ja auch im agilen Kontext verschiedene Definitions of Ready und Definitions of Done, dass ich das als Teamkonsens beschließe. Und da kann ja auch nicht nur, dass es in Produktion ist und live, also nicht die funktionsfähige Software da drin sein, sondern auch die Software von der Qualität kann ja auch als Kriterium dahinterlegt sein. So, wir haben zum Beispiel in unseren Teams gesagt, für jede Funktion, die du schreibst, brauchen wir einen Test. Ja. Wenn in dem Pull-Request, also wenn ich bevor ich das merge und meinen Totschnipsel abgebe, wenn ich jetzt bei GitHub bin oder Merge-Request bei GitLab oder wie auch immer, was ich halt benutze, dann gibt es erstmal ein Code-Review und es gibt einen CI-Job, der das laufen lässt. Und wenn da Sachen rot sind, geht es nicht durch. Wenn da, beim JavaScript merkt man es oft, wenn da gelintet wird, da habe ich gewisse Code-Style-Rules. Wenn die nicht richtig sind, geht es nicht durch. Dann hänge ich schon im ersten Barrier, im ersten Gate. Und wenn ich natürlich merge, ja, und das dann endlich alles funktioniert, dann habe ich ja danach meine Pipeline, die hat mehrere Stages. Ich habe Acceptance-Stage, wo ich Integrationstests drauflaufen lassen. Ich habe eine Build-Stage, wo ich vielleicht erstmal schaue, ob nur alles produziert, also gebaut werden kann, also die ganze Unit. Ja. Und im Acceptance-Stage, da lasse ich ja den einen Service laufen mit den Vorversionen von den anderen Services, lasse meine Regression-Tests dagegen laufen, bevor ich dann natürlich in eine Quality, geht es ganz stark Richtung Continuous Integration, Continuous Delivery, was man da alles wissen, ja, Deployment. Da habe ich dann vielleicht auch eine andere Stage, wo ich eine QA oder ein Pre-Production Environment habe, wo ich mit Regressionstests parallel noch drauf schieße, während ein Update gefahren wird. Und da brauche ich einfach viele Quality Gates und dann ist der Code irgendwann erst live. Ja. Aber die Infrastruktur, die muss ich halt auch gemeinsam aufbauen oder voraufgebaut haben. Und da muss man halt frühzeitig auch drauf achten und vielleicht da am Anfang, wenn ich neue Software entwickle, schon von vornherein Wert drauflegen. Und die Leute, die wollen eigentlich meines Erachtens lernen, die haben Spaß an komplizierten Problemen, deswegen sind sie Entwickler, haben ein hohes Frustrationslevel oder ich sag mal Frustrationstoleranz. Ja. Und das sind eigentlich schon so Eigenschaften, die man da eigentlich auch sieht und die brauchen eigentlich genauso eine Anleitung, wie komme ich jetzt dahin. Ich habe es damals selbst gehabt, weil ich gerne auf so Treffen, Abendveranstaltungen gegangen bin, konnte ich das mir nach und nach immer wieder mal stückweise reinziehen, sozusagen. Dann auch mal selbst haben wir einen Hackathon gemacht und das geübt bei meiner allerersten Firma, haben dann auch POCs gemacht im JavaScript-Umfeld mit verschiedenen Frameworks, war aber sehr, sehr wild damals alles. Mal mit Ember.js implementiert, mal mit Angular und dann gab es noch so Low-Level-Frameworks, wo du 3-4 Stück zusammenfrickeln musstest und da bist du schnell verloren, wenn du keine Tests schreibst, weil du hast nur einen Tag Zeit und du musst das Framework lernen und dann verzettelst du dich, wenn du einen Tag oder einen halben Tag ohne Test schreibst und dann plötzlich hast du so Big Ball of Mud und musst du mal von vorne anfangen. Dann merkst du ganz schnell, wie wichtig es ist, da so eine heile Linie zu haben. Genau. Ja. Ich habe jetzt relativ umfassend da geantwortet. Ich hoffe, da waren ein paar Anregungen drin. Wir können gerne im Nachgang dann nochmal näher drauf eingehen. Gibt es bei euch noch gerade konkret erstmal Fragen oder wollen wir erstmal noch eine Brezel essen, noch ein Bier trinken vielleicht? Ja, okay. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben heute nur einen Talk gehabt. Es ist noch nicht so spät. Wir können noch in eine Kneipe gehen oder wir können Richtung IoT Ausschau halten. Mal schauen. Genau. Vielen Dank.